Und zwar geht es um zwei Livestreams, die ich diese Woche gemacht habe auf Twitch. Erstmal Doppelpeace an alle Leute, die mir auf Twitch folgen, beziehungsweise sich meine Streams gerne angucken und mich supporten mit Dasein, mit Spenden, mit Subs. Pusht mich auf jeden Fall extrem. Aber darum soll es auch nicht gehen. Das war jetzt schon wieder so Werbung in. Was mache ich hier eigentlich? Was ist denn das für ein Video? Geht mir über auf den Sack. Ja, wo war ich denn? Warte mal, ich guck mal kurz ins Skript. Das Video kann ich gar nicht einfach aufhören, auch wenn das Video vielleicht 80 Minuten dauert, weil ich nie auf den Punkt komme, auf den ich eigentlich kommen möchte. Und das Video wird heißen Sorry oder Entschuldigung. Je nachdem, wenn die englische Zuschauerschaft über 3% auf meinen Gesamtkanal-Zuschauerschaft gestiegen ist, dann werde ich Sorry nennen, weil ich möchte auch die Englischsprachigen damit ansprechen. Was laber ich hier eigentlich für Müll? Mann, ich nenne es einfach Entschuldigung oder Sorry ist eigentlich besser, weil Entschuldigung, Punkt. Sieht so komisch aus, aber ist auch egal. Und zwar geht es um die zwei Livestreams in der Woche, die aufeinanderfolgend gekommen sind. Ich glaube Dienstag und Mittwoch oder Montag und Dienstag. Ich weiß es nicht mehr genau, ich habe gar kein Zeitgefühl. Ist heute schon Dienstag? Ich glaube, heute ist Donnerstag schon, oder? Fuck you, Alter. Jedenfalls war ich in diesen zwei Streams sehr erregt im negativen Sinne. Ich meinte jetzt nicht, dass ich währenddessen nicht gestreamt habe, einen harten Pimmel hatte, sondern ich war halt sehr aufgeregt. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich einen Stream anfange, dann mache ich das nicht nach einem Plan, sonst hätte ich auch einen Streamingplan wie andere YouTuber bzw. Streamer. Habe ich aber nicht. Ich streame immer dann, wenn ich Bock habe. Wirklich. Ich streame nur dann, wenn ich Bock habe. Weil viele labern auch immer rum, du bist jetzt wieder online, wenn du Geld brauchst, du Huso. Und ich so, ich bin gerade gar nicht in der finanziellen Notlage, dass ich notgedrungen irgendwann um 3 Uhr nachts online kommen muss, um möglichst viel Cash zu machen. So wisst ihr, so viele labern mich auch voll so. Deswegen, wenn ich da so richtig profitgeil denken würde, warum komme ich manchmal um 3 Uhr nachts online? Weil ich weiß, Digga, da sind die Leute mit den fetten Geldbörsen unterwegs oder was? So, labert mich mal nicht voll, das geht mir auch auf den Sack, aber das ist ein anderes Thema. Darum geht's in diesem Video gar nicht. Was mache ich hier eigentlich? 3 Minuten und ich habe nicht den Punkt angesprochen, den ich eigentlich ansprechen wollte. Das geht mir hier auf den Sack. Der Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, dass ich in zwei Livestreams zu euch ultra scheiße war und das völlig unbegründet. Und ich möchte euch mal kurz einen Grund nennen, der trotzdem in diesem Punkt unbegründet ist, weil ihr so gesehen mein Leben finanziert, ihr aus mir einen wertigen Menschen macht und deswegen muss ich das einfach sagen und deswegen habe ich vorab auch gesagt, wenn irgendwelche Leute jetzt Probleme mit so Heulereien oder sowas haben, dann ich huste wie ein Raucher und ich lache wie ein Raucher. Ich habe noch nie eine Zigarette im Maul gehabt. Ich habe vielleicht mal passiv Rauch eingeatmet, aber woher kommt diese Scheiße? Warum hört sich das an, als ob ich irgendwie eine fülle Lunge habe, die magentafarben ist? Grüße geht raus an Ranzratte. Das wäre viel mehr ein Random-Vlog, glaube ich, sowas in der Art. Jetzt setze ich hier noch einen Schnitt und einen Schnitt mache ich. Ey! Ich rendere das Video nicht, das dauert mir viel zu lange, außerdem wird mein PC zu warm bei der Hitze. Ich möchte